Hallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dieser erklärt. Etwas zum Thema Dermatomykosen. Da ich vor kurzem einen Vortrag in der Schule gehalten habe, bin ich darüber auch bestens informiert. Als allererstes habe ich mich gefragt, was Dermatomykosen sind. Derma ist griechisch und bedeutet Haut. Mykosen oder Mykesen ist auch ein altgriechisches Wort und bedeutet Pilz. Unter einer Dermatomykose versteht man eine Pilzinfektion der Haut und ihrer Anhangsgebilde, wie Haare oder auch Nägel. Beziehungsweise, was oft vergessen wird, der Schleimhäute. Die Dermatomykosen werden in drei Gruppen unterteilt: die Fadenpilze, die Hefepilze und der medizinisch relevante Schimmelpilz. Der Hefepilz, oder auch so genannt. Die Pilze gehören der Gattung Candida an. Der Sammelbegriff für Infektionskrankheiten sind Candidosen. Hefepilze sind in der Regel nicht dazu in der Lage, Abwehrmechanismen der menschlichen Haut und Schleimhäute sowie der Immunabwehr völlig zu überwinden. Ursachen bei Frauen können sein: Kontrazeptiva und andere Hormonpräparate sowie Schwangerschaften vermindern das saure Scheidenmilieu. Bei uns allen jetzt: Antibiotika schäden die kongruierende Bakterienflora. Steroidhormone und Zytostatika hemmen das Immunsystem. Kosmetikfehler können den Säureschutzmantel der Haut zerstören. Die Infektionsorte von Sor: Mund- und Rachensor, wie ihr hier auf dem Bild seht. Haut- und Hautfalten können auch befallen sein, bei Babys häufig im Windelbereich. Das ist dann der Windelsor. In der Speiseröhre kann er auch sein, im Magen-Darm-Trakt, in den äußeren Geschlechtsorganen. Es wäre dann der Scheidenpilz oder die Eichelentzündung. Bei Fingern und Fußnägeln oder bei inneren Organen. Je nach Erscheinungsbild kann so Symptome wie Hautrötung, Pusteln, Schuppen, weißlichen Belag auf den Schleimhäuten und ein brennendes, schmerzendes oder juckendes Gefühl verursachen. Den ganzen Organismus betreffende systemische Candidosen enden in etwa 70% der Fälle tödlich. Gefürchtet ist der Candida Sepsis, bei der der Erreger in großer Zahl im Blut zu finden ist. Die Übertragung: Der Hefepilz ist schon im Magen-Darm-Trakt natürlich vorhanden. Sobald eine Immunschwäche da ist, kann es zu einer Ansammlung von Pilzen kommen, vergleichbar mit MRSA oder Herpes. Die Diagnose: Eine oberflächliche Sorinfektionsdiagnose wird problemlos mikroskopisch aus einem Abstrich erstellt. Bildgebende Verfahren wie Ultraschall, CT oder MRT zeigen das Vorhandensein einer Infektion der inneren Organe. Es kann auch durch eine Magenspiegelung gezeigt werden. Systemische Infektionen von Candida sind dann nur aus Blut, Liquor und Urinkulturen nachweisbar. Die Therapie: Schleimhäute und Haut spricht gut auf eine örtliche Behandlung mit Antimykotika an. Die Haut wird möglichst trocken gehalten. Für den Organbefall stehen ebenfalls wirksame Medikamente zur Verfügung, welche intravenös verabreicht werden. Zäpfchen oder Salben werden verwendet. Die Vorbeugung von Sor können sein: Menschen mit Immunschwäche sollten bei Einnahme bestimmter Medikamente mit ihrem Arzt über eine mögliche Sorinfektion sprechen. Bei Neugeborenen kommt es oft zu einer Pilzinfektion durch die vaginale Entbindung. Der Scheidenpilz kann in der Schwangerschaft schon festgestellt werden und so die Übertragung vermieden werden. Als letztes erzähle ich euch noch ein bisschen was über den medizinisch relevanten Schimmelpilz. Diese können sich sowohl von abgestorbenen als auch gesunden Gewebe ernähren. Damit sind sie in der Lage, auch als Krankheitserreger zu wirken, zum Beispiel bei geschwächten Immunsystemen. Es kann zu Asthma kommen. Der medizinisch relevante Schimmelpilz ist eine sehr seltene Form von Hautpilz. In meinem Anfangsbild war übrigens eine Tinea corporis zu sehen. Diese ist auch eine Fadenpilzerkrankung, hier auf den oberen Extremitäten zu sehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe doch, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne nächste Woche. Tschüssi!